Lilo Sicherheitshinweis, Linux Mint mit 10 Nano Oberfläche hat wieder mal ein kleines Problem und zwar mit dem Dateimanager Nemo. Habe ich mal wieder was gefunden, Hilfe über, hier zu Nemo 267. Gut, was ist hier los? Ich habe herausgefunden, dieser Nemo hat eigentlich ein sinnvolles Feature, zum Beispiel um Dinge schön einzufärben. Ordner, ne? Schöne andere Farben zu nehmen, anderes Ordnersymbol. Tolle Sache. Nur hat leider das dazugehörige Python-Skript ein Problem. Gut, hier mit dem X kann ich das wieder umfärben. Das entsprechende Python-Skript hat einen Shell-Command-Injection fähigen Fehler. Hier wird der Pfad des Dateinamens eingesetzt und einfach auf die Shell gegeben. Es wird der Befehl Touch ausgeführt, Touch, um das Symbol mal anzufassen. Sage ich jetzt mal eigentlich wieder nur Datum, Uhrzeit nochmal aktualisiert. Jedenfalls aktualisiert sich dadurch das Symbol. Jedenfalls, wie sieht das aus? Man wurde gebeten oder ich wurde gebeten, das mal zu demonstrieren. Den Bug habe ich schon gemeldet. So, Ziel des Angreifers wäre jetzt zum Beispiel, mir mein Firefox zu schließen. Nehmen wir mal an, der Angreifer hätte mir einen USB-Stick untergejubelt, ja, im X4-Format, Linux-Format formatiert. Wir nennen den mal so, wie es da so steht. Die Anführungszeichen, Semikolon, kill Firefox und Semikolon, Raute, Enter. Nun käme ich jetzt auf die Idee, diesen Ordner umzufärben, schließt sich Firefox. Ja, der Befehl killer Firefox, der im Ordnernamen ist, gerät aufgrund der fehlerhaften Programmierung, also der Pfad enthält dann killer Firefox und gerät auf eine Shell mit OS-System und wird ausgeführt. Und zwar in dem Moment, wo ich diesen Ordner umfärbe. Wenn ich jetzt hier draufklicke, müsste sich Firefox schließen. Und das passiert auch. So, und ungefähr das auch nicht. So, ja, das ist nicht so schön jetzt. Ich lösche das jetzt mal. Zweiter Demo-Exploit, auch auf derselben Seite beschrieben. Das gleiche geht natürlich auch mit Dateien, neues Dokument anlegen, leeres Dokument. Auch hier könnte ich wieder sagen, Anführungszeichen, und was hier nach dem Semikolon kommt, könnt ihr frei definieren. Irgendein Programm starten, irgendein Programm schließen lassen, irgendein beliebiges Shell-Kommando ausführen lassen. Ich nehme nochmal kill all und dann nehme ich jetzt mal Nemo. Ja? Hoffentlich säuft mir das System nicht ab, Semikolon. Raute. So, warum zwischen Semikolons? Semikolons trennen Shell-Kommandos voneinander. Das Anführungszeichen vorne, die Hochkommata, sorgen für einen Abbruch des eigentlich vorgesehenen Befehls Touch. Ne? Da wird einfach nur Touch, nix, und dann kommt das Shell-Kommando injiziert, Semikolon, killer Nemo. Und das Rautezeichen sorgt dafür, dass, was noch hinten dran steht, ignoriert wird. No Emblems. Ne? Also nicht No Emblems, sondern Demo Emblems. So, auch hier wieder Rechtsklick Eigenschaften. Man kann die Embleme, ja, die Embleme ändern. Zum Beispiel in wichtig. Und dann ist Nemo zu. Ich hoffe, jemand geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Linux Mint, mach mal was. Da muss noch einiges passieren. Und tschüss.